War anstrengend, aber natürlich schön, 90 Minuten durchzuspielen für die erste Mannschaft. Aber man merkt es natürlich als junger Spieler extrem, so 90 Minuten. Das bringt mir sehr, sehr viel, aber natürlich ist es auch extrem anstrengend. Generell, du hast jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Am Anfang warst du wahrscheinlich brutal nervös. Ändert sich das ein bisschen von Spiel zu Spiel oder wie ist das, wenn du in so ein Match reingehst? Eigentlich immer noch ähnlich wie am Anfang, also schon noch nervös, aber so wenn es dann losgeht, ist es mehr so das Adrenalin, da merkt man nichts mehr und es macht auf jeden Fall auch Riesenspaß. Was fehlt dir noch am meisten, Technik oder körperlich? Beides vielleicht noch, aber körperlich auf jeden Fall viel, viel mehr. Technisch kann man immer was dazulernen, vor allem auf dem Niveau, immer Ball an und Mitnahme, das ist ganz wichtig. Eine allerletzte Frage, spricht der Trainer mit mir, was sagt er oder klopft er nur mal auf die Schulter? Ja. Ein bisschen haben wir gesprochen, aber ich denke, das passt schon.